Im Namen vom Neues Deutschland oder von ND, wie es jetzt ja heißt. ND im Club ist eine Veranstaltungsreihe, die seit einigen Jahren existiert und wo ich die wunderschöne Aufgabe habe, diese Reihe zu betreuen und zu moderieren. Wir haben den heutigen Abend genutzt, ein Buch vorzustellen, das druckfrisch erschienen ist im Universitäts-, also Akademische Verlagsanstalt, Universitätsverlag Leipzig. Und wir haben das große Glück und die Freude, Gesprächspartner hier in unserer Runde zu haben, die daran maßgeblich mitgewirkt haben. Ein ganz großes Dankeschön aber gilt vorab meinem hochverehrten, lieben Freund Professor Peter Ruben, der unter uns weilt. Peter, herzlich willkommen. Ich finde es wunderbar, dass du heute hier bist. Ja, denn ohne Peter Ruben gäbe es dieses Buch nicht. Das wird uns jetzt seine Frau und Lebens- und Arbeitsgefährtin Camilla Warnke auch vorlesen. Camilla hatte am 10. August ihren 90. Geburtstag, also nachträglich Camilla, herzlichen Glückwunsch und bleib lange, lange noch gesund. Zu meiner Linken ein Freund seit über 40 Jahren, Professor Michael Franz, dem ich ganz herzlich zu seinem heutigen Geburtstag gratuliere. Als ich angerufen habe und mit seiner Frau gesprochen habe und diesen Termin heute Abend vorgeschlagen habe, sie, Michael hat ja Geburtstag, aber wir machen das trotzdem. Und zu meiner äußersten Rechten, Dr. Gerald Diesener, er ist der Verleger und ihm ist es zu danken, dass dieses Buch in seinem Verlag erschienen ist. Herzlichen Dank. Wir wollen es so machen, Camilla hat einen Text vorbereitet, um uns einzustimmen, wie dieses Buch entstanden ist und worum es geht. Ja. Und Michael Franz wird Gleiches tun, hat auch einen Text. Und mit Gerald Diesener werden wir natürlich ein bisschen über die Entstehung des Buches zu sprechen haben. Er ist also auch Historiker und an solchen Themen sehr, sehr interessiert. Und ich werde jetzt, Camilla, weil du ja nicht lesen kannst und gleichzeitig das Mikro halten kannst, werde ich dir das Mikro unter die Nase schieben. Nee, ich mach's. Ich bin der Mikrofonhalter. Aber die Geschichte, die ich in diesem Buch erzählt habe, hat sich 1958 ereignet. Sie handelt von zwei angeblichen Feindgruppen der SED-Parteiführung und der Regierung der DDR. Ich muss, ehe ich meinen Ausführungen zum Inhalt des Buches beginne, einige Worte zu seiner Entstehung sagen. Die Idee zu diesem Buch stammt von Peter Ruben und dieser war es auch, der das Material aus den Archiven der Staatssicherheit zusammengetragen hat. Er wollte, wenn er mal Zeit haben werde, aus diesem gesammelten Material ein Buch machen. Aber im Alter von 83 Jahren traf ihn ein Hirnschlag, der sein Sprachzentrum schwer beschädigte und seine Denkfähigkeit beeinträchtigte.
In unserer Wohnung standen nun 6 prall gefüllte Leitsordner herum, deren Inhalt der Verarbeitung harrte. Peter hatte mir viel von dieser Geschichte erzählt, sodass ich mehr von ihr erfahren wollte. Daher beschloss ich, mich dieser Aufgabe anzunehmen. Die zu schildernden Ereignisse haben eine Vorgeschichte, ohne die man sie nicht verstehen kann. Diese besteht in der Geheimrede Nikita Chruschtschows auf dem 20. Parteitag der KPdSU über die Verbrechen Stalins. Diese Rede musste ich in gebotener Kürze natürlich am Anfang referieren, damit ihr Inhalt vorausgesetzt werden kann. Danach habe ich diesen Bericht aus meiner heutigen Sicht kommentiert. Dieser Geheimgericht wurde im gesamten sozialistischen Lager, vor allem im Kreise der Intellektuellen, zum Gegenstand leidenschaftlicher Debatten, sowohl der älteren Generation als auch der nachwachsenden Intelligenz der Studenten. Die SED-Parteiführung war in Bezug auf Chruschtschows Bericht gespalten. Der Kreis um Ulbricht und Mielke hatte sich der Order des Greisen Stalin noch gebeugt und eine Gruppe von Genossen auserwählt, die wie zum Beispiel in der Tschechoslowakei die Slansky-Gruppe in einem Schauprozess verurteilt werden sollte. Der Sinn der Sache war, weitere Austritte von Staaten aus dem Verband der Volksdemokratien zu verhindern, wie das Tito 1948 gewagt hatte. Dem stand eine Gruppe von Genossen im Politbüro Schirdewan entgegen, die aus Chruschtschows Geheimrede die Lehre zog, zu Unrecht inhaftierte und verurteilte Personen freizulassen. Entweder Demokratisierung der Gesellschaft oder Festhalten an stalinistischen Führungsmethoden, lautete die Devise. Den Sieg trug auf lange Sicht die Linie Ulbricht-Mielke davon. Unmittelbar nach dem 20. Parteitag schien es zunächst so, als könne sich die Fraktion der demokratischen Reformer, die demokratische Reformen anstrebte, gegen die Vertreter der stalinistischen Linie durchsetzen. Aber nach Niederschlagung des ungarischen Volksaufstands durch die sowjetische Armee im November 1956 war diese Hoffnung vorbei. Hätten die reformwilligen Kräfte nach dem 20. Parteitag dem Dogmatismus den Kampf angesagt, so war es nun erneut der Revisionismus, der als Menetekel an die Wand gemalt wurde. Das heißt, in der philosophischen Theorie wurde der Stalinismus wieder in seine alten Rechte eingesetzt. So. Michael Franz hatte beschwingt vom 20. Parteitag 44 Thesen verfasst, die eindeutig für eine Demokratisierung der DDR warben. In den Parteigremien am Philosophischen Institut wurde der Freundeskreis von Michael Franz, der aus Karl Sauerland und Gerd Behrens bestand,
verdächtigt sich mit den 44 Thesen eine gemeinsame Plattform zu haben. Mit den 44 Thesen. Also dieser Kreis wurde beschuldigt, eine gemeinsame Plattform geschaffen zu haben. Das ist die erste Feindgruppe, um die es ging, die sich den Genossen der SED am Institut für Philosophie offensichtlich zusammengestellt hatten. Als Haupt dieser Gruppe galt Michael Franz. Michael Franz stand außerdem im Verdacht, ein Mitglied der Jugendorganisation der Falken zu sein, weshalb in der DDR, welche in der DDR verboten war, und wurde deshalb von den Sicherheitsorganen überwacht. Diese Gruppe blieb angesichts der nun eingetretenen Lage, wenn sie ihre kritische Sicht auf die herrschenden politischen Verhältnisse nicht aufgeben wollte, nichts übrig, als sich exmatrikulieren zu lassen. Nach einem Jahr Bewährung in der Produktion durften sie an die Uni zurückkehren. Michael Franz, der aus einer kommunistischen Familie Westberlins stammt, verbüßte dort seine Strafe aus. Karl Sauerland arbeitete als Drahtzieher in einem Berliner Großbetrieb und wanderte danach nach Polen aus. Und Gerd Behrens verschwand an die Ostsee auf die Warnow-Werft. Da die politischen Debatten an den Universitäten und Hochschulen der DDR nicht verstummten, entschied Walter Ulbricht, der in der DDR der Inbegriff stalinistischer Politik war, aufzurüsten. 1958 wurde zu dem Jahr, in dem in einer groß angelegten Verhaftungswelle fast alle Universitäten und Hochschulen von Dozenten und Studenten gesäubert wurden, die irgendwelchen demokratischen Plänen anhingen. Zu diesem Zwecke schuf sich Ulbricht seine Instrumente. Erstens, er hat nach Vorbild von Adenauers KPD-Verbot 1956 in der Volkskammer der DDR im Dezember 1957 über ein Strafrechtsergänzungsgesetz abstimmen lassen, das am 1. Februar in Kraft trat. Durch dieses Gesetz konnte jegliche Kritik an der Politik der Partei und Regierung der DDR und ihren Vertretern als Hetze diffamiert und in ein im juristischen Sinne strafwürdiges Delikt verwandelt werden. Zweitens, durch den Brief des ZK an die Grundorganisationen über den dialektischen Materialismus, das war auf dem 34. Plenum am 27.11.57, wurde nach Stalins Vorbild die Philosophie zur Parteiideologie erklärt und als solche konstituiert. Diesen Charakter wurde sie bis ans Ende der DDR nicht mehr los. Drittens, auf dem 35. Plenum Anfang Februar 1958 wurde die Gruppe Schirdewan-Wollweber entmachtet und durch stalinistisch orientierte Genossen im ZK ersetzt. Viertens, die dritte Hochschulkonferenz, 28.02. bis 2.03.58. Die neue Linie ist wie die bisherige alte und wird an den Universitäten und Hochschulen für verbindlich erklärt. Fünftens, die Babelsberger Konferenz, das Recht
wird an das Parteiinteresse gebunden, was abermals eine Rückkehr zum stalinistischen Rechtsverständnis Wischinskis bedeutete. Eine nächste Feindsgruppe würde also nicht mehr so glimpflich davonkommen wie die erste. Der Student Peter Langer hatte bereits am Ende des Jahres 1955 einen Brief an seine Grundorganisation geschrieben, also noch bevor Chruschtschows Geheimrede die Gemüter der Philosophen bewegte. In diesem Brief erklärt er sich zwar mit zahlreichen Maßnahmen der DDR-Politik einverstanden, wie zum Beispiel der Vergesellschaftung der Großbetriebe, aber er kritisierte das Verhalten der führenden Partei der SED zu ihren Bürgern. Es sei dies eine Diktatur der Partei über sie, weshalb sie der Partei auch nicht vertrauten. Und das bewies er an vielen Beispielen. Auch Peter Langer vermisste also demokratische Verhältnisse. Bald war daher ein Kreis der sogenannten aufrechten Genossen von Langers Plattform die Rede. Aber Langer weigerte sich standhaft, dem Weg seiner Vorgänger zu folgen und sich exmatrikulieren zu lassen. Da wäre noch Zeit gewesen. Eine Plattform war nach dem Verständnis der marxistisch-leninistischen Parteien das Kennzeichen einer Fraktion, und Fraktionsbildung war in kommunistischen Parteien verboten. Aber dieses Manko der Existenz einer Plattform ohne Fraktion wurde bald überwunden. Denn nach Chruschtschows Geheimrede ließen sich im Oktober 1956 der aus Bonn kommende Philosophiestudent Heinz-Dieter Schweigert, um den dialektischen Materialismus zu studieren, und der aus dem Ruhrpott stammelnde Soziologiestudent Karl-Heinz Messelke am historischen Materialismus interessiert, an der Humboldt-Universität für das Fach Philosophie immatrikuliert. Offensichtlich setzten die beiden voraus, dass nach Chruschtschows Geheimrede nunmehr auch in der DDR die Zeit für freiheitlichere Verhältnisse angebrochen sei. Und so hatten sie keine Hemmungen, ihre Kritik an bestimmten politischen Urteilen und Maßnahmen zu äußern. Zumal sie eher selten auf Widerspruch stießen, weil ihnen viele insgeheim Recht gaben, aber aus ideologischer Erfahrung mit dem System nicht wagten, das öffentlich zu tun. Diese Atmosphäre ideologischer Sorglosigkeit und Nachsicht duldeten die SED-Parteiorgane des Instituts und der übergeordneten Leitungen nicht länger. Und so wurde Schweigert am 4. März 1958 verhaftet, was am 7. März in einer Studentenversammlung den Anwesenden mitgeteilt wurde. Auf dieser Versammlung war die Verhaftung Peter Langers geplant und diese Verhaftung wurde regelrecht inszeniert. Der Delinquent wurde auf offener Bühne abgeführt und den Sicherheitsorganen übergeben, die bereits im Nebenraum auf dieses Ergebnis warteten. Das lehrte die Anwesenden das Fürchten und schüchterte sie ein. Das Protokoll dieser Versammlung
das Protokoll dieser Versammlung. Hat Peter in der Gaukbehörde gefunden und wir haben es als Zeitdokument in diesem Band aufgenommen. Als Signum dafür, wie eng zu bestimmten Zeiten die Zusammenarbeit von Parteileitungen mit den Staatsorganen war. Messelken wurde am 8. März in Begleitung seiner Frau vor seinem Haus verhaftet. Nach diesen Verhaftungen wurden Peter Ruben und Wolfgang Knorre noch aus der SED ausgeschlossen und Rubens Freund Alfred Schwand in den Kandidatenstand zurückversetzt. Die Haftzeit von Langer, Schweigert und Messelken konnte ich in allen Einzelheiten in den Dokumenten nachverfolgen, die Peter Ruben in den Akten der Stasi-Behörde gefunden hatte. Das ist auch, da ist auch erzählt, wie um die Urteile gefälscht wurde. Ich kann mich bis heute des Eindrucks nicht erwehren, dass sich die Staatsanwälte der DDR Bezirke in einem Wettbewerb um die Höhe der zu verhängenden Strafen befanden. Die Cottbuser Staatsanwältin plädierte für extrem hohe Strafen, bis sie von der Generalstaatsanwaltschaft angewiesen wurde, bei Langer nicht über 6 Jahre hinauszugehen. Die hat sie dann aber auch voll ausgeschöpft. Schweigert wurde zu 5 Jahren und 1 Monat und Messelken zu 3 Jahren verurteilt. Die Potsdamer Staatsanwaltschaft übertraf die Cottbuser Staatsanwälte. Die Gruppe aus dem Grundstudium der Humboldt-Universität wurde zu 8 und 5 Jahren verurteilt. Aufgenommen in das Buch habe ich ferner das Protokoll des Cottbuser Prozesses einschließlich der Zeugenbefragungen und am Beispiel eines Verhörprotokolls von Heinz-Dieter Schweigert habe ich versucht, die entgegengesetzten ideologischen Positionen herauszuarbeiten, die zwischen und auch die Sprachlosigkeit, die zwischen Vernommenen und Vernehmern bestand, sowie die Ohnmacht, die Verteidiger in politischen Prozessen hatten. Eine weitere Besonderheit des Buches ist meines Erachtens, dass ich über die Haftzeit der drei ausführlich berichtet habe, die dem jeweiligen Charakter gemäß zu unterschiedlichen, jeweils besonderen Verläufen führten. Am meisten hat Schweigert unter der Haft gelitten. Die Haftanstalten zu dieser Zeit waren weder Konzentrationslager, in denen eine Vernichtung durch Arbeit das Ziel war, noch ein Gulag, in denen der Tod von Häftlingen billigend in Kauf genommen wurde. Die DDR-Haftanstalten zu dieser Zeit hatten sozusagen auf typisch deutsche Weise die Erziehung durch Arbeit zum Ziel. Die Häftlinge sollten durch Freiheitsentzug lernen, sich der Macht unter und den Kollektiven einzuordnen. Also sich sozusagen als brave Soldaten einem quasi militärischen Tugendkodex zu unterwerfen. Sie sollten ihren Eigensinn, der sie ins Gefängnis gebracht hatte, aufgeben, um zu guten, gehorsamen DDR-Bürgern zu werden, die sich willig
dem Diktat der Obrigkeit fügten. Die Häftlinge verrichteten im Knast in der Regel Arbeiten, für die sich auf dem freien Arbeitsmarkt kaum Anwärter fanden, weil sie zu schwer, zu gefährlich, zu dreckig oder zu stumpfsinnig waren. Wenn ein Antrag auf Haftzeitverkürzung bei lief, pflegte man, die Häftlinge zu fragen, wie sie heute zu ihrer Strafe stehen. Wenn sie sagten, sie hätten inzwischen eingesehen, dass sie gegen gewisse Regeln verstoßen hätten, aber die Strafe sei für das Vorgehen zu hoch gewesen, wurde das von Behörden als Indiz gewertet, dass der Erziehungsprozess noch nicht beendet ist. Das heißt, noch hatten sie sich nicht zu vollendeten Untertanen gemausert. Die Haftanstalten waren in der Regel, in denen sie einsaßen, waren in der Regel wirtschaftliche Unternehmen. Die Cottbuser Haftanstalt betrieb zum Beispiel eine Polsterei. Im Zuchthaus Brandenburg wurden auch Küchenmöbel gefertigt. Das Haftarbeitslager, in das Messelten geriet, war ein Zweig des Braunkohlentagebaus. Als Wirtschaftsunternehmen achteten die Haftanstalten streng darauf, dass die Arbeit der Häftlinge tarifgerecht entlohnt wird, denn sie hatten die Unterbringung, Verpflegung und anderes zu sorgen. Die Häftlinge waren krankenversichert und ihr magerer Verdienst wurde auf die Rente angerechnet. Ein kleiner Teil ihres Verdienstes stand ihnen bei guter Führung für den Kauf zusätzlicher Lebensmittel und anderer Extras zu. Wenn Anträge auf Haftverkürzung gestellt wurden, hatte ich den Eindruck, dass bei Arbeitskräftemangel behauptet wurde, der Erziehungsprozess der betreffenden Person sei noch nicht erreicht. Wie zum Beispiel im Fall von Peter Langer im Zuchthaus Brandenburg. Dieser Teil meiner Arbeit war für mich extrem frustrierend. Deshalb beschloss ich, die weiteren Lebenswege aller beiden sogenannten Feindgruppen zu verfolgen. Alle hatten gelungene berufliche Biografien aufzuweisen. Dazu verhalf ihnen genau jene Eigenschaft, die sie zu Störenfrieden gemacht hatte, das heißt jener Eigensinn, den sie sich ungebrochen bewahrt hatten. Um diese Aufgabe bewältigen zu können, benötigte ich ihre Mitarbeit. Über diese Mitarbeit will ich nun sprechen. Ich beginne mit der ersten Feindgruppe. Michael Franz versorgte Peter Ruben schon sehr früh mit Informationen über seinen familiären Hintergrund, seine Beziehungen zu Robert Habermann und seinen Ruf bei der Stasi, der als ein Mitglied der in der DDR verbotenen Jugendorganisation der Falten, also er wurde verdächtigt und dabei sein Tun und Treiben
und die Stasi sein Tun und Treiben beobachten ließ. Michael hat die Thesen aus seiner heutigen Sicht reflektiert. Seine 44 Thesen aus heutiger Sicht reflektiert, mich über seinen weiteren Lebensweg informiert und über seinen Freund Gerd Behrens hat er für dieses Buch einen sehr berührenden Nachruf geschrieben. Karl Sauerland, später Karol, Karols Vita ist nicht zu verstehen, ohne das Schicksal seines Vaters Kurt Sauerland mitzudenken. Wir haben dieses in unsere Darstellung daher einbezogen, ebenso wie die nach dem 20. Parteitag zunächst sehr freie ideologische Entwicklung des universitären politischen Geisteslebens in Polen. Das für die Entwicklung Sauerlands entscheidend war. Wir haben die Gelegenheit genutzt, im Text und in den Fußnoten die deutschen Leser mit der politischen Entwicklung Polens bekannt zu machen, ebenso mit Sauerlands aktiver Teilnahme an der Solidarność-Bewegung, die mit ihrer Einrichtung der runden Tische in der Bürgerrechtsbewegung der DDR ihre Fortsetzung fand. So, nein, jetzt bin ich bald am Ende. Gerd Behrens, der später den Namen Robbel, den Namen seiner Frau, den Familiennamen seiner Frau Robbel angenommen hat, ist 2016 verstorben. Aus nachgelassenen Papieren und Tagebüchern, die mir sein Sohn Hendrik überließ, konnte ich seine berufliche Vita rekonstruieren. Mein Porträt des Vaters scheint einigermaßen gelungen zu sein, denn Hendrik und Robert, die beiden Söhne von Gerd Robbel, erkannten in ihm ihren Vater wieder. Auch in den Skizzen zum weiteren Lebensweg der zweiten angeblichen Feindgruppe habe ich die ihr angehörenden Personen mitgewirkt. Ich konnte aus den von Peter Langer verfassten Erinnerungen schöpfen. In diesen hat er seine Plattform aus heutiger Sicht reflektiert und manche Erinnerung aus seiner Studienzeit sowie aus dem Alltag des Strafvollzugs in den Text eingebracht. Die Skizze seines weiteren beruflichen Lebenswegs habe ich fast eins zu eins in meinen Text übernommen, da mich die in ihm enthaltenen technischen Fachausdrücke überfordert hätten. Mit Karl-Heinz Messelten, der in Hamburg lebt, befand ich mich zeitweise im telefonischen Dauergespräch. Das, was ich über das hinaus erfuhr, was mir die Akten verrieten, füllte manche biografische Wissenslücke, auch manche Wissenslücke über seinen Freund Heinz-Dieter Schweigert. Und da Messelgetz ein guter Erzähler ist, kam das der Lebendigkeit des Textes zugute. Schließlich sandte er mir als Nachtrag unserer Telefonkonferenzen Texte über seine heutige Weltsicht. Auch sie können als spätes Produkt seiner in der DDR gemachten Erfahrungen interpretiert werden. Im Falle von Peter Rubens Parteiausschluss und Alfred Schwandts Parteistrafe deren Datum und nähere Umstände ich nicht wusste, weil ich dazu unter Peters Papieren nichts fand, kam uns ein Zufall zu Hilfe. Eines Tages rief Dr. Ronald Friedmann von der Historischen Kommission der PDS bei uns an, um mitzuteilen, dass man jüngst einen Ordner gefunden habe,
der die Papiere zu den beiden Parteiausschlüssen von Peter Ruben enthalte und ob wir den einsehen wollten. In diesem Ordner fanden wir das Protokoll seiner Ausschlussversammlung am 7. März 1958 und eine dazu vorbereitende Kommissionssitzung, die alle von mir benötigten Auskünfte enthielt. Auch von Alfred Schwandt gibt es schriftlich fixierte Erinnerungen, aus denen ich mich bedienen durfte. In ihnen konnte ich nachlesen, wie sein Leben nach der Exmatrikulation weiterging und mir nur noch die Aufgabe blieb, seine Erfahrungen ins Zeitgeschehen einzubinden. Ich möchte dem hinzufügen, was ich jetzt gesagt habe. Keiner dieser jungen Männer war ein Feind kommunistischer Verhältnisse. Sie waren im Gegenteil besorgt, dass diese Verhältnisse an der fehlenden Freiheit der Personen, das heißt an der herrschenden Kommandowirtschaft scheitern könnten. Es ging diesen jungen Leuten darum, gesellschaftliche Freiheit und gesellschaftliche Ordnung unter einen Hut zu bringen. Peter Langer fasste dieses Problem unter dem Stichwort des fehlenden wechselseitigen Vertrauens zwischen Partei, Regierung und Volk. Michael Franz stellte genau dieses Problem in seinen 44 Thesen. In den Mittelpunkt. Außerdem ging es den jungen Leuten darum, jede Art von Volksverdummung zu bekämpfen. So weigerte sich Heinz-Dieter Schweigert, den Protest der Arbeiter gegen die Normerhöhungen am 17. Juni 1953, einen vom Klassenfeind inszenierten faschistischen Putsch zu nennen und meinte, das Volk könne ruhig wieder einmal Radau machen, um die Führung der DDR zur Vernunft zu bringen. Die Geheimrede Chruschtschows hat die jungen Intellektuellen zu Selbstdenkern gemacht. Sie wollten es nun genau wissen und sezierten beispielsweise den ungarischen Arbeiteraufstand, um zu verhindern, dass sich ein solcher Aufstand auch in der DDR entwickelt. Zum Abschluss meiner Rede möchte ich noch eine Relativierung an dieser schlimmen Geschichte versuchen. Es hat in der DDR während der ganzen Zeit ihrer Existenz immer auch Inseln praktizierter Vernunft gegeben. Für Michael Franz waren das bestimmte Vorlesungen von Wolfgang Heise und die semantischen Schriften von Georg Klaus. Für mich war das Klaus Zweilings Versuch, die Kategorienlehre der Hegelschen Logik materialistisch zu rekonstruieren, und ich war vom Kampf fasziniert, den Wolfgang Karich um die Wertschätzung der klassischen deutschen Philosophie vor allen Hegels führte. Für die Leipziger Studenten war Ernst Blochs Philosophie in den 50er Jahren das Maß, an dem eine Philosophie, die marxistisch sein wollte, zu messen war. Die ideologische Schrumpfgestalt, in der sie ihn in dem Brief des ZK an die Grundorganisationen präsentiert wurde, war für sie unannehmbar. Peter Ruben
hatte nach seinem Wiedereinstieg ins Philosophiestudium das unwahrscheinliche Glück, nach dem Examen als Assistent im Bereich philosophische Probleme der Naturwissenschaften der von Hermann Ley geleitet wurde, arbeiten zu können. Ich habe daher die Gelegenheit ergriffen, die in diesem Bereich herrschende freiheitliche wissenschaftliche Atmosphäre ein wenig genauer zu skizzieren. Zum einen deshalb, weil ohne sie Rubens ungestörte Entwicklung zur Erarbeitung der Theorie der Dialektik, der Unterscheidung von Dialektik und Analytik und schließlich zum Zusammenhang beider Denkweisen nur schwer vorstellbar ist. Zum anderen aber auch, um zu dokumentieren, dass es in der DDR neben der zur Parteiideologie geschrumpften Philosophie, und unser Buch handelt ja hauptsächlich von dieser, auch immer Inseln gegeben hat, die sich dieser Tendenz widersetzten. Das Leihhaus war vermutlich jener Versuch, der sich am längsten behaupten konnte. So, damit vielen Dank. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich meine Nachbetrachtung zu diesen ganzen Geschehnissen jetzt anschließen soll. Nimm das Mikro. Ach so. Ja. Hallo? Ja. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt meine Nachbetrachtung anschließen sollte, nachdem wir dieses doch so sehr intensive und auch irgendwie ergreifende Referat von Camilla gehört haben. Ich will bloß mal meinen Ausgangspunkt sagen. Mir ging es eigentlich weniger um mich, sondern um die Partei, in die ich mit 16 Jahren eingetreten war. Und allerdings in der Diaspora. Das heißt, ich habe die Partei ganz anders kennengelernt. Das war eine Wohngruppe, wo Leute aus den unterschiedlichsten sozialen Schichten und Berufen versammelt waren. Also da gab es einen Arzt, da gab es einen Bauarbeiter, da gab es einen Juristen, da gab es einen Journalisten, da gab es einen Kaufmann. Das ging also quer durch die Schichten der Bevölkerung und entsprechend lebendig und weit gespannt waren die Themen, über die wir uns verständigt haben. Wäre ich ein bisschen aufmerksam gewesen, dann wäre mir aufgefallen, dass da nicht jede Versammlung, aber weiß ich, jede zweite, dritte, ein sogenannter Instrukteur von der Kreisleitung dabei war. Den haben wir aber rausgeekelt. Ich weiß nicht, ob es diese Praktik in DDR auch gegeben hat. Und mit der später dann, mit dieser reinen Betriebsstruktur von Grundeinheiten in der DDR, konnte ich erstmal relativ wenig anfangen, weil ich hatte den Eindruck, das sind Dienstbesprechungen, wo ein Teil der Parteilosen ausgeschlossen war, die also dann über wesentliche Sachen, die mit der Arbeit zusammenhingen, nicht so ausführlich informiert wurden. Da hatte mir meine Wohngruppe anders gefallen und man hatte auch ein anderes Verhältnis untereinander. Und Erfahrungen, die ich dann hier beim Studium gemacht hatte, also 1955 habe ich angefangen, Philosophie zu studieren, haben mir das Verhalten von Genossen aus dem Lehrkörper, ja, eigentlich mehr aus dem Lehrkörper als aus den Studentenreihen, die erschienen mir doch ziemlich rätselhaft. Und ich fing an, über das Wesen und den Charakter dieser Partei nachzudenken. Und mir fiel auch relativ früh auf, dass sich die Parteiführung wiederholt überhaupt nicht an das Statut dieser Partei gehalten hat, sondern dass es eigentlich ständig zu Verletzungen des Statuts kam.
dass aber das Statut auch noch Möglichkeiten einräumte, selbsttätig zu werden. Also ich meine, die im Statut hatte die Dominanz, hatten die Verpflichtungen, die immer erweitert wurden. Und die Rechte waren gering, das Recht auf freie, sachliche Diskussion und so weiter, kennen vielleicht dieses Statut. Und mit diesem Statut in der Hand habe ich versucht, mir Gedanken zu machen, was alles an dieser Partei nicht stimmt. Und das auch in der Propaganda sowieso, aber auch in der Taktik, zum Beispiel diese Falkengeschichte, die Forderung nach Aktionseinheit. Das hörte man von morgens bis abends. Ich habe versucht, damit ernst zu machen. Und bin ins Gespräch mit Falken und Jungsozialisten, habe also Harry Risto kennengelernt, gekommen. Und um zu überlegen, wie man gemeinsam doch bestimmte Initiativen unternehmen kann, um diese Aktionseinheit zumindest, nicht Wesenseinheit, von FDJ und Falken herstellen könnte. Und da erreichte ich, dass eine gemeinsame Diskussionsrunde verabredet war, die stattfinden sollte, also die gleiche Veranstaltung mit der gleichen Thematik an der FU und an der Humboldt-Universität. Und ich war ganz erfreut über meinen Erfolg und bin zur Bezirksleitung der FDJ gegangen, die mich auch ermuntert hatten, weil ich Westberliner war, solche Initiative zu unternehmen. Hans Modrow war damals der Bezirkschef der FDJ in Berlin, der damals schon sehr, sehr umgänglich und offen war und zuhören konnte, aber in dem Punkt hatte er auch seine Weisungen und ich wurde also beglückwünscht, dass mir das gelungen war, eine gemeinsame Veranstaltung zu verabreden, aber die sollte an der FU stattfinden, nicht an der Humboldt-Universität. Und damit war die Sache gestorben. Und solche Dinge häuften sich. Und da habe ich unter anderem in den Thesen dann auch gefordert, die Falken, die waren als Jugendorganisation der SPD, die waren eine ganze Weile erlaubt und wurden dann in der DDR wurden dann verboten. Und ich habe in den Thesen dann unter anderem von den konkreten Punkten verlangt, dieses Verbot aufzuheben, die Falken wieder zuzulassen, mit der Begründung, wenn wir sie brauchen für die Aktionseinheit, also gegen die Aufrüstung in Westdeutschland und so weiter, dann loben wir die über den grünen Klee, dann sind das Bundesgenossen und so weiter. Wenn sie aber in der DDR sozusagen tätig werden wollen, dann sind es Diversanten, Feinde und so weiter. Das kennt ja jeder und das fand ich doch ein bisschen absurd und widersprüchlich. Naja, und diese 44 Thesen, das war so auch so ein Parforce-Ritt über alle politischen Fragen, die damals diskutiert wurden. Wie kommt man zur Einheit oder wie ändert die Partei ihre unsägliche Propaganda? Wie kann man überhaupt eine freie, sachliche Diskussion innerparteilich ermöglichen? Und so weiter und so fort. Ich bin damit zu Havemann gegangen, weil er doch als erfahrener als ich vielleicht das mit einer gewissen, mit einem fremden Blick sehen könnte, was ich da zuvor schnell nicht zu Ende gedacht habe und so. Man fand das alles gut. Der einzige Unterschied war der, ich hatte gesagt, es muss möglich sein, seriöse westdeutsche Printmedien einzusehen. Das war das polnische Beispiel, was er. Da hat Havemann gesagt, nein, das ist Quatsch.
die müssen zu kaufen sein. Er war radikaler, ja. Allerdings hat er die Thesen dann auch der Stasi übermittelt. Er war vorübergehend EM-Leit. Ja. Das waren auch so Erfahrungen. Und die Thesen gelangten dann auch zu Hager, der machte eine Versammlung dann am Philosophischen Institut und unser armer Lehrkörper wurde zusammengeschissen. Die mussten die ganze Sache ausbaden. Und ich bekam natürlich ein Parteiverfahren, das heißt gar kein Verfahren. Ich habe immer mit dem Statut in der Hand argumentiert und habe gesagt, nun wollen wir doch mal die freie sachliche Diskussion machen. Ohne Vorgaben der zentralen Apparat, sondern die wirklich unter den Genossen diskutiert werden. Und darauf hat sich der damalige Partei oder Vertreter der Parteileitung eingelassen, Dieter Wittig. Und wir haben eine solche Diskussion über meine Thesen verabredet, nach dem akademischen Muster mit Referat und Korreferat. Und der Korreferent, also der Referent musste dem Korreferenten, das war dann in dem Fall ich, vorher seine Auslassungen geben, damit der Korreferent sich dann vorbereiten kann auf die Diskussion. Wittig hat das alles zugesagt und als Referent war ausersehen Wolfgang Eichhorn. Der hat mich von Tag zu Tag vertröstet, weil ich immer sagte, ich brauche jetzt aber deinen Text, damit ich mein Korreferat da auch gründlich machen kann. Er hat mich immer vertröstet und dann kam der Termin und Riesenversammlung und ich hatte aber nicht den Text von Eichhorn. Und habe gesagt, naja, mal sehen, was daraus wird. Ich wollte wollte da keinen Skandal machen und wollte das abhängig machen davon, wie korrekt und sachlich Eichhorn meine Thesen wiedergibt und dann darauf reagiert. Weit gefehlt. Der hat alles aus dem Zusammenhang gerissen, fehlinterpretiert und daraus gleich eine feindliche Position gemacht. Daraufhin habe ich gesagt, also unter den Umständen diskutiere ich nicht. Das ist hier mir unmöglich gemacht. Da haben sich dann im Präsidium meine geliebten Lehrer aufgeregt, vor allem Klaus. Klaus lief rot an. Ich hatte Angst, der kriegt einen Herzinfarkt. Und dem habe ich natürlich mächtige Probleme in seinem eigenen Kampf bereitet, was mir zu der Stunde nicht so klar war. Und der brüllte mich an. Und naja, was habe ich gemacht? Ich bin dann aufgestanden und habe gesagt, also unter den Umständen stehe ich zur Diskussion nicht zur Verfügung. Ja, ich kam bis zur Tür des Hörsaals. Dann war ich von einer Gruppe umringt, die alle sagten, dein Parteibuch, dein Parteibuch. Ich habe jetzt überlegt, mein Vater war Profiboxer, ich war auch im Boxtraining. Haust du dich da jetzt raus? Und dachte, naja, das kann nicht gut ausgehen. Und habe dann mein Parteibuch hergegeben. Und ich weiß nicht, also ich habe ganz selten in meinem Leben mal geheult, aber als ich dann draußen war, in dem Vorraum, wartete mein Freund Karl Sauerland und ich kriegte einen Heulanfall. Also ich habe bestimmt wirklich 10 Minuten flossen die Tränen und so und ich bin dann mit Karl durch die Straßen gegangen und es waren natürlich Worten der Wut und des Gedemütigtwerdens. Und ich hatte auch so den Eindruck, es war mir nicht gelungen, Herr der Situation zu bleiben. Und mit dem einfachen Rausgehen, das habe ich natürlich Havemann kopiert, der hat das in einer Diskussion mit unserem Lehrkörper auch mal so praktiziert, als die ihn vorführen wollten. Ja, und dann, ach, das hatte ich dann noch miterlebt, hier ich habe jetzt etwas vergessen, ich bin ja erst später rausgegangen.
irgendjemand, ich weiß nicht mehr wer, in der Versammlung, erhob sich und sagte, ich beantrage den Parteiausschluss von Michael Franz. Und er fand breite Zustimmung und ich wurde per Handheben ausgeschlossen und zwei Studentinnen, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, die haben dagegen gestimmt. Und damit war ich aus der Partei ausgeschlossen und dann rannte ich raus und wurde eben gestoppt. Ja. Und das wiederum, da half mir das Statut. Nämlich 14 Tage später wurde ich ich weiß nicht, welchen Rang die Parteileitung der Universität hatte. Wir waren, glaube ich, eine eigene Kreisleitung oder sowas. Die zitierten mich hin, waren ganz freundlich und entschuldigten sich förmlich, gaben mir mein Parteibuch zurück und sagten, bei uns wird ein Genosse auf die Art und Weise nicht aus der Partei geschmissen. Das muss ein ordentliches Parteiverfahren geben. Das fordern die leninschen Normen des Parteilebens und dagegen verstoßen wir nicht. Und da war mir klar, in dem ordentlichen anschließenden Parteiverfahren, das konnte nicht mehr mit dem Parteiausschluss enden. Das war klar. Ich habe das jetzt erzählt, um ein bisschen darauf hinzuweisen, dass das ein ganz lebendiges Buch ist, was Camilla da zusammengebaut hat. Das habe ich alles aufgeschrieben. Ja, das ist ein ganz lebendiges Buch. Es ist keine Sammlung von Abhandlungen oder von theoretischen Analysen. Es ist ein Buch über Akteure unterschiedlichster Art, unterschiedlichster Herkunft. Apropos Herkunft, wie man da mit zwei jungen Leuten umgegangen ist, die im Westen sozusagen gegen KPD-Verbot und solche Dinge gekämpft haben und die dann hier übersiedeln, um hier Philosophie zu studieren, wie man mit denen umgegangen ist, das ist unvorstellbar, eine solche Geschichte. Es ist also über Akteure und über Institutionen, kein Buch über Strukturen. Strukturanalysen fehlen hier, also damit Sie ungefähr wissen, was Sie bei der Lektüre erwartet. Es ist ein Dokumentenband, aber fast literarisch aufbereitet. Es gibt kein großes Pathos, auch bei den Schrecknissen nicht, die hier geschildert werden, sondern Camilla hat das mit ihren feinen ironischen Brechungen wirklich authentisch gemacht. Ja? Und es ist teilweise, liest es sich, ich habe es ja jetzt nochmal gelesen, liest es sich wie ein Krimi. Ja? Und gleichzeitig hat Camilla auch eine Reihe, ich musste mal an den Bildungsroman denken, kleiner Bildungsromane über die einzelnen Beteiligten gemacht und hat den argen Weg der Erkenntnis nachgezeichnet, die durcheilen mussten. Und es kommt sehr viel Schreckliches zur Sprache in dem Buch. Aber es gibt auch immer wieder Komisches. Diese Verquickung des Schrecklichen und des Komischen macht das Buch wirklich lesbar und eigentlich auch spannend. Dann möchte ich noch darauf hinweisen, es ist Material, das noch nie publiziert worden ist. Und auch ich habe hier erstmalig meine Zustimmung gegeben, dieses für mich nur historische Dokument, also meine 44 Thesen, zu publizieren. Davon hat mich Peter Ruben überzeugt, es zu tun. Ich wollte das eigentlich erst gar nicht. Ja, so viel, um vielleicht doch ein bisschen Ihnen auch den Charakter des Buches nahezubringen. Und deshalb habe ich meinen eigenen Text, der da heißt Macht und Ohnmacht des Statuts. Den habe ich zurückgestellt, den kann ich mal bei anderer Gelegenheit präsentieren.
Danke. Kommen wir mal zum Verleger. Es ist ja heute nicht ganz einfach, mit anspruchsvollen Texten, die dann historisch auch noch so speziell sind, einen Verleger zu finden. Wie kam das Buch zu Ihnen und wie kam der Entschluss, es herauszubringen, weil man ja nicht davon ausgehen kann, dass es nun ein Massenerfolg wird und Verleger ja immer gucken müssen, wie kann ich ökonomisch überleben. Viele Verleger, das wissen ja die meisten unter uns, bringen nur Bücher heraus, wenn sie voll finanziert sind. Wie war das hier? Ja, vielen Dank, dass Sie auch dem Verleger noch die Möglichkeit geben, ein paar Worte dazu zu sagen. Ich mache es mal kurz, weil ich denke, ich führe sonst zu weit weg von dem, was Sie wahrscheinlich jetzt viel mehr bewegt, was wir gehört haben. Dem kann ich auch rundherum nur zustimmen, insbesondere, ich sage mal, fast der Laudatio am Ende von Herrn Franz. Aber warum ich das Buch gemacht habe, das klingt schon wieder komisch. Also ich habe es natürlich nicht gemacht, sondern das Projekt ist mir vorgeschlagen worden von einem befreundeten Philosophen, der Kenntnis davon hatte, dass dieses Konvolut existiert. Und ich könnte jetzt eine ganze Reihe von Gründen nennen, weshalb ich es gemacht habe, aber ich will vielleicht den Hauptgrund nur ins Zentrum rücken. Ich habe in den 70er Jahren in Leipzig studiert. Ich war damals dann auch Mitglied der Partei und habe auch in den 70er und 80er Jahren Parteiverfahren erlebt in Leipzig. Und als ich das Sujet im Detail gelesen habe, da ist mir eine Parallelität insofern irgendwie deutlich geworden, dass viele Prozesse, die hier geschildert werden, in abgeschwächter Form, nicht mit der Radikalität, immer noch eine Rolle spielten im System der DDR. Also wie ging die Partei mit Wissenschaftlern um? Und weil es eben nicht einfach nur eine Skandalisierung des Geschehens ist, was hier aufgeschrieben wird, denn das wäre ganz einfach. Da könnte man wahrscheinlich ein reißerisches Buch machen, was man viel mehr verkauft als dieses. Weil es so viel aussagt über die Binnenstruktur der DDR, in diesem Falle eben in den 50er Jahren und an einer Konfliktlinie, die vielleicht schon etwas in Vergessenheit gerät, vor allem für Jüngere. Das hat mich fasziniert daran. Sonst die Vorzüge, die jetzt schon erwähnt worden sind, kamen dazu. Und ansonsten haben Sie natürlich recht. Die Marktchancen solcher Bücher sind, nicht so doll. Aber das ist eine alte Verlegerweisheit. Ich meine, wie macht ein Verleger ein kleines Vermögen? Ganz einfach, er nimmt ein großes und druckt Bücher. So machen wir das. Vielen Dank. Camilla, kümmer? Kann ich? Ja. Camilla, du hast ja in dem, was du uns vorgetragen hast, schon ein bisschen nachgezeichnet, dass ursprünglich Peter das Buch machen wollte und du dann aber dieses interessante Material, und du warst ja mit alledem vertraut über all die Jahre, hat das ja bei euch eine Rolle gespielt und über spätere Geschichten wie Peter Rubens Ausschluss, dein Ausschluss, Anfang der 80er Jahre sind ja auch schon Bücher erschienen. Der gefesselte Widerspruch ist ein sehr verdienstvolles Werk. Du hast dich sozusagen an diese Sisyphus-Arbeit gemacht, denn es war ja eine große Arbeit. Aber du hast trotzdem uns ja gesagt, es war für dich nicht nur Arbeit, sondern es war für dich auch eine Erfüllung. Denn du hast ja so viele Kontakte und so vieles noch erfahren können, was man ja alles nicht wusste. Also auch gerade Peter Langer und andere, und die dir... Ich habe so viele sympathische Leute dabei kennengelernt. Ja. Den Michael Franz, den Peter Langer, die kannte ich vorher gar nicht. Ja. Und das war auch ein Gewinn. Ein Gewinn der ganzen Aktion, Und ich weiß, dass du
als eigentlich das Buch schon so gut wie fertig war, noch mal sehr viel Zeit verbracht hast, um einem heutigen Leser auch Dinge verständlich zu machen, also im Anhang, also in den Erklärungen. Ja, das war ja noch mal eine Riesenaufgabe. Ja. Wie sehr hat es dich jetzt gefreut, dass das Buch da ist? Also unglaublich hat es mich gefreut. Ja. Unglaublich gefreut, ja. Es sollte ja schon, war mal geplant zu deinem 90. Geburtstag, aber ja. Weißt du, man kann Geburtstag nachfeiern, also das ist ein wunderbares verspätetes Geschenk. Ja. Ja. Nein, ich habe mich sehr gefreut und ich habe mit all den Beteiligten, die haben mir alle so gut zugearbeitet. Hm. Das kann ich gar nicht anders sagen. Das ist praktisch am Ende ein Gemeinschaftswerk geworden. Ja, ja. Auf jeden Fall. Hm. Vielleicht eine Bemerkung dazu, auch zur Arbeitstechnik. Wir haben ja etwa ein gutes Jahr von der Projektanbahnung bis zum Erscheinen des Buches Zeit gehabt. Und normalerweise entstehen Bücher etwa in diesem Zeitraum ohne größere Aufwendungen. Geht es auch schneller. Aber wir haben ja im Laufe des Entstehungsprozesses des Buches dann sozusagen noch zusätzliche Dinge eingeführt. Ursprünglich war gar nicht vorgesehen, ein Personenregister unterzubringen. Aber dann, als es dann das Manuskript da war, war doch dann sinnvoll zu sagen, also wir machen jetzt mal ein Register. Und da muss ich Frau Warnke auch loben. Also wir haben uns im Verlag schon sehr viel Mühe gegeben und das dauert Tage, bis man die Namen so rekonstruiert hat und prüft, dass das auch alles richtig ist, weil jeder falsch geschriebene Name ist natürlich ein gefundenes Fressen für einen Rezensenten. Also war das. Dann haben wir ihr das geschickt. Es dauerte eine Weile, es kam zurück und Frau Warnke hat tatsächlich Fehler drin gefunden, obwohl wir der Meinung waren, das ist eigentlich fehlerfrei. Dann hat sie gesagt, also ein Glossar müsste auch noch hinten dran. Ja, dann, wer macht das Glossar? Ja, ich mache das Glossar. Also haben wir noch ein Glossar hinzugefügt. Das war so der Entstehungsprozess und da hat sie gar nicht vom 90. Geburtstag gesprochen. Sie hat einfach gesagt, sie macht das jetzt. Ich habe ja erst mal recherchiert, wann sie hat. Wir wussten es ja nicht genau, dass du am 10. August, einen Tag vor meinem Geburtstag, ich wusste gar nicht, dass wir so nah beieinander sind. Ja, du hast einen Tag vor meinem Geburtstag. Ich habe am 11. Du hast am 11. Aber ich habe immer gespürt, uns verbindet was. Löwen spüren das eigentlich, ne? Ja. Michael, du wolltest noch. Ich wollte noch mal. Na, geht das? Ja. Also, ich wollte noch was über Camilla sagen. Eine kleine Anekdote, die sehr charakteristisch ist. Ich habe Camilla gefragt vor ein paar Wochen, sag mal, wie heißt denn unser Buch eigentlich? Und da nannte sie mir diesen Titel, den ich als Arbeitstitel kannte. Und meinte, naja, ein Buch mit dem Titel, ist das nicht ein bisschen sperrig? Und da sagte sie, ist ja auch eine sperrige Angelegenheit. Und da dachte ich, Donnerwetter, das ist eine Minimalistin. Eine linke Minimalistin. Nein, also ich kannte Camilla auch persönlich gar nicht. Ich habe sie sehr verehrt und habe eigentlich seit Jahren oder Jahrzehnten ihre Texte verfolgt. Und das hat mich immer ein bisschen geärgert und das trifft in abgemilderter Weise auch für andere der wenigen Philosophinnen, der wenigen philosophierenden Frauen in der DDR zu, dass sie immer ein bisschen, na, ich überspitze jetzt, im Schatten der Männer steht. Dabei ist sie wirklich eine kreative, ganz gründliche, unheimlich kenntnisreiche Denkerin. Und ich hatte mich deshalb auch entschlossen und habe auch ihre Zustimmung dazu bekommen, über Camillas philosophischen Werdegang zu ihrem 90. Geburtstag eine lange Abhandlung für die Weimarer Beiträge zu schreiben. Und wie sie mich da unterstützt hat, also war ich auch, hat mich ganz sprachlos gemacht. Ist das schon erschienen? Nee, das ist noch nicht fertig.
Und dann erscheint es aber. Nein, und ich muss sagen, diese Zeit, die Telefongespräche, die wir geführt haben, die Austausch von Schriften, von Büchern, von Anregungen, Gedanken, das hat mich ungeheuer bereichert und das war eine sehr schöne Zeit. Ja, Micha, vielleicht an dich nochmal eine Frage. Hier wird ja das sehr genau nachgezeichnet, wie das auch in euer Leben eingegriffen hat, in eure Entwicklung. Ja. Also du bist erstmal von der Uni gegangen, Peter Langer ist verurteilt worden, saß im Zuchthaus. 6 Jahre. 6 Jahre lang. Ja. Das hat alle getroffen und vor allen Dingen hat es ja auch ein Klima herbeigeführt an der Humboldt-Universität, dass dieses freie Denken, was ihr wolltet, dieser Austausch, also dieser, ihr wolltet ja eigentlich etwas zum Besseren befördern, ja? Das hatte ja die Folge, dass diese Diskussion in dieser Form auch nicht mehr geführt wurden, dass viele der Mitstudenten, die dann auch für deinen Ausschluss vielleicht gestimmt haben, aber ja in gewisser Sinne auch eine Art Traumatisierung erfahren haben. Also da wird so ein Klima auch der Angst erzeugt. Wie hast du es denn eigentlich dann geschafft? Du warst Westberliner, du hättest ja auch in eine Schmollecke gehen können, hättest an der Freien Universität studieren können, aber du bist wieder zurückgekommen an die Humboldt-Universität und ich habe dich ja als einen wirklich unglaublich kreativen Dozenten an der Humboldt-Universität im Fachbereich Kulturwissenschaft, Ästhetik als Semiotiker erlebt und unser gemeinsamer Punkt, weshalb wir uns doch näher kennengelernt haben, war Wolfgang Schindler, euer Kränzchen, ein Versuch sozusagen kultursemiotisch viele einzelne Disziplinen zusammenzubringen. Also wie ging dein Lebensweg dann weiter? Wie hast du diese auch Traumatisierung überwunden? Also ich war eigentlich nicht traumatisiert, das kann man nicht so sagen. Ich war in meinen Scharmützeln mit der Partei, sowohl der DDR-Partei als der Westberliner Partei, war ich einigermaßen erfolgreich. Ich müsste jetzt Anekdoten erzählen. Nur eine. Ich habe in Wilmersdorf, mein Heimatbezirk, da gab es auch eine FDJ. Und auch nach dem Wohngruppenprinzip, was ich in bestimmter Hinsicht, also viel besser als dieses Dienstversammlungsstruktur fand, da waren also Gymnasiasten als auch Arbeiter, ja? Facharbeiter, Klempner, Dachdecker, das war alles dort in dieser Gruppe zusammen. Und es war eigentlich eine ganz lustige Truppe und es gab aber in hauptamtlichen, die Strukturen waren ja ein bisschen schwierig, nicht? Die SED in West-Berlin war dann SEW und trotzdem gab es natürlich institutionelle Kontakte von der DDR dahin. Mit der FDJ war es merkwürdigerweise auch so. Und es gab da einen hauptamtlichen Sekretär der FDJ Wilmersdorf. Und wir haben da so unsere Heimabende gemacht. Ich war dann noch Schüler. Ich bin ja schon das Abitur schon in Ost-Berlin abgelegt. Glücklicherweise war ich, das ist wieder eine Geschichte für sich, was mich überhaupt zur Kommune gebracht hat, das ist einmal, mein Vater ist ein Altkommunist, der hat noch die alte KP vor Thiermann, muss ich sagen, kennengelernt und war da, wohnte am Laubenheimer Platz, wo die ganze Künstlerkolonie war und die waren, wenn zu DDR-Zeiten, wären die alle ausgeschlossen worden, die ganze Gruppe da vom Laubenheimer Platz. Und insofern war mein Bild von den Kommunisten auch durch die Jugendfreunde meines Vaters geprägt. Also
was die erzählten von der alten KP und über auf Themen waren sie nicht so gut zu sprechen. Und dann, mein Vater hat nach 45 eine Galerie aufgemacht, Galerie Franz in West-Berlin, und hat dort die erste Gebarlach-Ausstellung zur Zeit der Blockade in einer privaten Galerie gemacht. Er hat die ganze bildkünstlerische Moderne gezeigt und war neben der Galerie Rosen, waren die beiden führenden Galerien in West-Berlin. Und dann hat er eine Ausstellung gemacht mit einer Künstlergruppe, so die Berliner Nachkriegs-Surrealisten. Und diese Ausstellung nannte sich Zone 5. Und das hat die Partei als eine Unverschämtheit empfunden. Ja. Zone 5, da hat er natürlich da Ärger gekriegt. Und zu der Zeit auch die unsägliche Formalismusdebatte. Und mein Vater war eigentlich da ziemlich auch mit den Behörden im Einvernehmen. Er hat also die Kunst des 20. Jahrhunderts, die Galerie da das Museum am Zoo, hat er ständig beliefert. Ja. Und die Ausstellungen wurden rezensiert. Und er hatte 1947 schon mal eine Ausstellung gemacht mit Plastiken von Fritz Krämer, die er im Krieg geschaffen hatte. Also er war in der Nazi-Zeit ein junger Stipendiat, war auch in Italien und so. Und von dem hatte er 1947 eine Ausstellung gemacht. Und das wiederholt er, nachdem Fritz Krämer über Jugoslawien und Österreich, wo er antifaschistische Gedenkstätten mit Plastiken versorgt hat, und war dann in die DDR übergesiedelt und plagte sich mit dem Buchenwald-Denkmal. Und da hat der Vater wieder eine Ausstellung gemacht mit Fritz Krämer. Und zur Eröffnung dieser Ausstellung sprach Arnold Zweig, der kurz vorher zum Präsidenten der Ostberliner Akademie gewählt worden war. Und mitten in dieser Ausstellungseröffnung waren sehr viele Leute da, das war 1951, kam ein Polizeiaufgebot der damaligen Sturmpolizei rein und hat die Veranstaltung geschlossen. Das ist ja alles, die Zeitungen haben das natürlich bilddokumentiert und es musste dann am nächsten Tag wieder geöffnet werden. Aber die Sache endete damit, dass er im Gespräch mit Senatsvertretern, ist man ernst mit ihm ins Gericht gegangen und hat gesagt, also wir wollen sie nicht verlieren, so ungefähr, diese Zusammenarbeit. Aber das mit Ihrem Verein, das geht eigentlich nicht. Also Sie haben ihm zu verstehen gegeben, er müsste aus der Partei austreten. Das hat er natürlich nicht gemacht. Und dann wurde ihm die Gewerbeerlaubnis entzogen. Und das ist für einen Kunsthändler, ja, ist das, der darf dann legal nicht mehr verkaufen. Also das war eine ganz, ganz schwierige Situation. Berufsverbot, ja. Wie bitte? Ist ein Berufsverbot. Ja, und darunter habe ich natürlich auch hier gelitten. Und dann waren immer an den Scheiben der Galerie wiederholt morgens Zettel dran, von Moskau bezahlt und sowas. Mhm. Ja. Mhm. Und ich selber hatte in der Zeit so eine Amerika-Orientierung durch den Maler Juri Kubitschek. Das war der erste Berliner Künstler, der ein Jahresstipendium. Du musst ein Jahr annehmen. Ja, ein Jahresstipendium in den USA hatte. Mhm. Und der hat mich von Karl May abgebracht und hat mich zu Jack London verführt. Ja. Das heißt, ich habe so einen Drive gehabt dann nach Amerika und meine Mutter meinte dann, der Junge wird mit der Situation nicht fertig. Es hat sich erkundigt, was ist in Ostberlin die beste Schule, hörte das Berlinische Gymnasium zum Grauen Kloster und dann kam ich dort in der 8. Klasse dorthin. Ja. Und
Ja, was wollt ihr jetzt am Faden verloren? Eigentlich wollte ich dich ja fragen, wie du das dann trotzdem geschafft hast und so, dass du geblieben bist. Ja, irgendwie. Ja, ja. Naja, also es war ja so, wir wurden verdonnert zu einem Jahr Bewährung in der Praxis. Mhm. Und irgendwie sah ich das ein. Ja? Mhm. Man sagte mir, ja, also du spekulierst da und so, du kennst ja gar nicht die Arbeiterklasse kennst du nicht. Nein, nicht die Arbeiterklasse, sondern die Probleme, die Situation in sozialistischen Großbetrieben in der DDR. Ja. Mhm. Die kann ich als Westberliner nicht kennen. Mhm. Und da sollst du hin. Und wolltest du eigentlich so mit deinem Freund auf die Warnow-Werft. Richtig, ich wollte auf die Warnow-Werft und da war ein bisschen Unruhe unter den Arbeitern, da wurde diskutiert. Unter den Arbeitern diskutiert wurde. Genau. Und da habe ich der Partei dann gesagt, ja okay, ich mache das, Warnow-Werft. Und da wurde natürlich gesagt, was will der auf der Warnow-Werft? Ja. Was treibt der da? Ja. Und sie haben gesagt, nein, also das kommt nicht in Frage. Und dann arbeite mal Westberlin ein Jahr auf dem Bau oder so. Dann habe ich gesagt, was soll ich denn da lernen über einen sozialistischen Großbetrieb? Ja. Das war völlig egal. Aber ich habe das dann gemacht und habe natürlich die ganze Zeit, das Parteiverfahren wollte ich ja sagen, ich hatte aus der FDJ-Gruppe ein Kabarett gemacht. Die langweilten sich auf den Heimabenden und wir haben ein politisches Kabarett gemacht und fanden den Jungregisseur Charlie Weber, zu dem ergab sich eine Bekanntschaft, Freundschaft und der war unser Regisseur. Und wir haben da tolle Sachen gemacht. Der dann nach Amerika ging, ja? Am BE hatte er auch nicht so einen guten Stand. Der musste immer als Abendregisseur immer die abgespielten Aufführungen wieder auf Vordermann bringen. Ich glaube, er hat nur eine Inszenierung selber gemacht, der Tag des großen Gelehrten Wu. beiseite. Und dann haben wir 1957 zum Jubiläum der Oktoberrevolution ein schönes Programm gemacht. Und haben unter anderem reingenommen Brechts Lob des Zweifels. Und bei all unseren Auftritten kam das ungeheuer an. Ja? Und das passte nun dem Kreisvorstand der FDJ nicht. Und die beschlossen, ihr müsst das Kabarett auflösen. Das ist nicht die angemessene FDJ-Arbeit. Und wenig später fand eine Kreisdelegiertenkonferenz statt und da waren wir natürlich da. Und es gelang mir, diesen Beschluss durch Mehrheitsentscheidung der Delegiertenkonferenz, die ja das höhere Organ ist, gegenüber dem Vorstand zu kippen. Also haben wir weitergemacht und der Vorstand war blamiert. Daraufhin hat der hauptamtliche FDJ-Sekretär ein Parteiverfahren gegen mich beantragt und es wurde wirklich angenommen bei der Partei, obwohl es eine FDJ-Sache war. Und zwar wegen Verstoß gegen den demokratischen Zentralismus. Und da hat mir nun wieder mein Beharren auf dem Statut hat mir da weitergeholfen. Dann habe ich gesagt, was wollt ihr? Eine Bezirksdelegiertenversammlung kann den Beschluss eines Vorstandes kippen. Das ist statutengemäß. Und was ihr macht, ist statutenwidrig. Und dann haben sie gesagt, das ist ein formal-juristisches Argumentieren. Das ist kein Klassenbewusstsein, wie du redest. Ja, so irre Geschichten. Aber gleichzeitig, man darf nicht vergessen, in der Zeit war auch die Suez-Aggression. Ja, ja. Und zugleich sind wir demonstriert auf dem Kuhdamm gegen diese Aggression. Ja? Und ich habe auch in Wahlkämpfen meiner Partei in West-Berlin sozusagen als Wahlredner da Erfolg gehabt. Ja. Also ich habe ja weiter Parteiarbeit gemacht, ungeachtet dieser schwebenden Verfahren. Und aus diesem Verfahren kam ich heraus,
ein ehemaliger Mitschüler, Elmar Julia, der auch Philosophie studierte, erzählte mir, dass dieser hauptamtliche FDJ-Sekretär aus Wilmersdorf aufgetreten war in einer Versammlung am Philosophischen Institut und hat über mich gesprochen als überführten Agenten des Ostbüros der SPD. Da habe ich gesagt, Elmar, gib mir das schriftlich. Das hat er mir schriftlich gegeben. Ich bin damit hin zur Partei und habe wegen Verleumdung ein Parteiverfahren gegen diesen FDJ-Sekretär beantragt. Damit war keine Rede mehr von meinem Parteiverfahren. Ne? Naja, und dann, nachdem ich also die Praxis da abgeleistet habe, das zog sich hin, es dauerte dann doch 2 Jahre, habe ich beantragt, also dass ich weiter studieren darf. Also gemäß den Verabredungen, der mit dem Wissenschaftlichen Rat des Instituts getroffen wurde. Ja. Ja, und das zog sich dann auch noch weiterhin und dann am 1. Januar 1960 durfte ich weiter studieren. Das war also erheblich mehr als ein Jahr und Peter hatte ja auch solche langen Unterbrechungen gehabt. Ne? Ja, konnte er nicht studieren, Sachen, wenn er im... Wir werden auf jeden Fall, wenn da das Strafrecht, Ergänzungsgesetz schon da gewesen wäre, wäre der auch in Kahn gegangen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja, ja. Also deine Gruppe. Ja, ja. Denn die 44 Thesen haben es in sich. Ja, ja. Es freut mich. Ja. Ich will mal in die Runde fragen. Ich sehe ja eine ganze Reihe von bekannten Gesichtern. Gibt es Fragen, Wortmeldungen? Peter Langer, möchtest du ein bisschen was sagen? Nein. Ja, bitte. Ich komme mal mit dem Mikro, damit es alle hören, ja? Peter Langer ist ja, das ist insofern ganz interessant mit der Frage nach dem Trauma. Ich habe Akten ediert aus dem Jahre 1964. Da muss der Genosse Wilgosch, Parteisekretär der Physikochemiker, nach dem Rausschmiss von Havemann Stellung nehmen in der Parteiversammlung. Und seine Reaktion ist, ich bin doch nicht verrückt, dann geht's mir wie Langer. Ich glaube, die meisten wussten zu der Zeit gar nicht mehr, wer das ist. Auf jeden Fall, die Stasi wusste es nicht, die hat jetzt den Namen falsch geschrieben in dem Bericht. Ich habe einige Zeit gebraucht, um das zu rekonstruieren. Gott sei Dank kannte ich ja die Geschichte von Peter schon. Aber es ist sozusagen ein traumatisches Ereignis für die Humboldt-Uni. Also aus der Versammlung heraus verhaftet zu werden, weil jemand seine Meinung äußert. Das ist sozusagen, das ist der Kasus Langer. Und dann sagen Sie, auf zum Kampf, zum Schluss in der Versammlung. Naja, dass aus dem sozusagen während der Gerichtsverhandlungen, ich denke nur an Gustav Just, der ist ja auch als Zeuge im Prozess verhaftet worden. Also das ist mehrfach passiert, aber ich denke, das ist ja. Bitteschön. Ich möchte etwas ganz Persönliches sagen, und zwar zu Camilla Warnke. Ich bin keine Philosophin. Ich habe 1956 Camilla Warnke kennengelernt. Sie kennen mich nicht. Ich war 22 Jahre alt, sie Mitte 20. Und ich war im ersten Studienjahr an der Landwirtschaftlichen Fakultät der Humboldt-Universität. Und Sie wissen, was ich meine. Ja. Und in unserem Lehrplan stand Philosophie. Ja, Philosophie für Landwirte. Also ich war gestandene Landwirtin. Ich hatte eine Gesellenprüfung absolviert. Ich hatte die ABF absolviert, war eigentlich für mich genug an Theorie. Philosophie in Klammern ML. Und
die erste Vorlesung und es kam Camilla Warnke. Wir waren erstmal erstaunt und angenehm überrascht. Eine schöne, junge, elegante Frau. Und sie konnte reden und wir waren begeistert. Und das ging eine Weile so und wir waren angefreundet mit Philosophie, serviert von Camilla Warnke. Und eines Tages, die Vorlesung fiel aus, es wurde gewispert über eine feindliche Gruppe und irgendwann kam Ersatz und der Ersatz war so langweilig und ich machte in Philosophie meine einzige 3. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen? Bitte schön. Kommen Sie doch bitte her und sagen Sie vielleicht kurz Ihren Namen. Und Thomas Schubert. Herr Franz, Rudolf Barrow an einer Stelle erinnert sich an die Zeit, aber leider immer sehr allgemein. Er schreibt davon, dass wir uns gegenseitig Inquisitionen gemacht hätten. Also wir, die Philosophiestudenten. Aber er wird nicht konkret. Allerdings müsste er zum Beispiel ihr Auftreten und ihr Verlassen der Versammlung eigentlich auch entweder direkt oder indirekt mitbekommen haben. Ist Ihnen Rudolf Barrow damals über den Weg gelaufen? Und noch eine andere Frage vielleicht auch an Camilla Warnke. War die Teilnahme an dieser Veranstaltung eigentlich mandatiert? Sind da freiwillig alle hingekommen? Weil Sie haben gesagt, es waren viele da. Wie hat man eigentlich davon gehört? Kam man dann sozusagen, also das Buschfeuer wird ja, also der Buschfunk wird ja funktioniert haben. Eigentlich hat doch jeder davon gewusst, dass sowas stattfindet. Aber die Hauptfrage ist: Ist Ihnen Rudolf Barrow mal über den Weg gelaufen in der Uni? Das müsste Camilla, glaube ich, besser beantworten können. Also ich habe es nicht. Ich bin ja, schwerhörig. Ja. Ob Rudolf Barrow dir über den Weg gelaufen ist im Studio? Bevor ich eigentlich nicht. Er kommt in meinem Buch vor, weil er sich mal furchtbar beschwert hat, dass die Zeitung, ich glaube, das war Berliner Zeitung, dass in der Berliner Zeitung, dass die eingezogen wurde, weil da drinnen ein Aufsatz war, über ein kurzer Aufsatz über Moment, über Gomulka, über den polnischen Gomulka. Und da hat er sich, und dieses wurde eingestampft. Also die Hefte wurden nicht ausgeliefert, die Zeitungshefte, und das wurde eingestampft. Und da hat er einen sehr guten Artikel an die Wandzeitung geheftet, genau, vom Philosophischen Institut dagegen. Und das ist das Einzige. Sonst habe ich mit ihm über nichts zu tun gehabt. Also das ist das Einzige, was ich weiß. Und das kommt auch in dieser Aufsatz, den hat mir habe ich beim Herzberg gefunden. Diesen Aufsatz habe ich, also diesen Wandzeitungsaufsatz, den habe ich beim Herzberg gefunden und den habe ich übernommen, weil das natürlich am Philosophischen Institut war. Zu den Wandzeitungsartikeln gehörte, die damals, also vielfache Wandzeitungsartikel am Philosophischen Institut angeheftet wurden. Und da, also das ist aber das Einzige, sonst habe ich mit Barrow nichts zu tun gehabt. Mir geht es ähnlich, aber dieser Artikel, von dem Camilla eben gesprochen hat, an der Wandzeitung, der hat wiederum mich inspiriert zu einem Wandzeitungsartikel,
den ich namentlich gezeichnet hatte und anhand dessen sie identifiziert haben, meine Autorschaft an den 44 Thesen, die eine ganze Weile anonym kursierten, weil ich mich wieder ans Statut gehalten habe. Und nee, es ist so. Und wenn ich zum Beispiel das zusammengeschrieben hätte mit Freunden, die jetzt parteilos gewesen wären, dann wäre das ein Grund für ein Parteifahren gewesen und für einen Ausschuss. Das wäre dann fraktionelle Tätigkeit gewesen. Also habe ich deshalb immer darauf ausgegangen, es muss eine Diskussion innerhalb der Partei sein, das nicht gleich an die Öffentlichkeit geben. Das hat dann sozusagen durch Havemann ist das dann leider geplatzt. Und darum habe ich natürlich zunächst auch mal die Autorschaft geleugnet, als mich Wittig gefragt hat. Aber die haben gesagt, mach doch kein Theater, wir haben deinen Bandzeitungsartikel gelesen, das ist ein ähnliches, da ging es um die Rakoschi-Clique. Ich habe gesagt, wenn der Petöfi-Club kontrarevolutionär war, dann war Rakoschi erst recht konterrevolutionär und solche Sachen, daran haben sie es dann identifiziert. Nein, aber ich habe ihn nicht persönlich gekannt, aber er war da doch irgendwie eine Figur. Ja, auf den Versammlungen, er brachte interessante Beiträge. Man hat ein bisschen immer so über ihn gelächelt, weil er ein Lyriker war und sich so für einen großen Schiller-Nachfahren gehalten hat. Das war nun nicht seine Stärke, aber er war doch ein scharfer analytischer Geist und ein glänzender Rhetor. Aber es waren wirklich ganz verzwickte Sachen. Ich habe vorhin den Eichhorn erwähnt, mit dem Camilla und Peter ja unsägliche Erfahrungen haben. Aber mit diesem Artikel, den er an die Wandzeitung geheftet hatte, geriet er ins Visier der Stasi. Und das hat sich dann wieder geändert, als er sich negativ geäußert hat über diese ganze Debatte, die also und also ich krieg's jetzt nicht zusammen, aber es steht im Buch. Es bloß noch mal die Sache mit, weil das uns ja auch beschäftigt hat, wie Menschen so anders werden. Ne? Eichhorn, der also mein Inquisitor war, der mich da verdammt hat in seiner Rede, ganz falscher Hund fand ich da, der war aufgetreten ungefähr ein halbes Jahr zuvor auf einer Parteiversammlung und hat eine leidenschaftliche Verteidigungsrede zugunsten von Tito gehalten. Und wir waren alle ganz begeistert. Und offenbar, was er dann mit mir gemacht hat, war eine Art Wiedergutmachung. Und als ich Anfang 60 ans Institut zurückkam, erhielt gerade eine Vorlesung über Widersprüche der Übergangsperiode, die war gar nicht so schlecht, bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, ich bin wieder da. Und da hat er gesagt, na ja, Michael, ich habe immer an dich geglaubt. Aber du warst so ein schöner Fall. Ja. Nicht? So war das. Angst habe ich nicht so empfunden, aber großes Misstrauen. Und das war natürlich, das Statut ist eine sehr widersprüchliche Angelegenheit. Darüber wollte ich ja eigentlich sprechen. Nicht? Also jede Freiheit, die eingeräumt wurde, wurde wieder eingeschränkt durch völlig, rechtsnihilistische Abgrenzung. Ja? Und so verliert man den Faden dann an seinem Geburtstag. Gibt es noch Wortmeldungen? Bitte schön. Hier, ich komme.
Ja, ich bin aus Westdeutschland, also West-Berlin studiert und natürlich habe ich ein bisschen Scheu jetzt hier bei zu sprechen, aber ich wollte doch nochmal das Lob von Michael Franz zu dem Buch, das ist wirklich ganz toll, das trifft voll meinen Lesereindruck auch. Und was eben doch auch interessant ist, ist ja, dass sich eine Linie durchzieht. Einerseits Michael Franz im Rückblick auf seine 44 Thesen schreibt jetzt von heute aus, ich nehme an, das war damals aber auch schon, dass er sagt, er wollte die Partei nicht den Dogmatikern überlassen, sondern sozusagen um die Partei kämpfen. Das ist ähnlich auch bei dem Dokument von Peter Langer. Geht es auch offensiv um die innerparteiliche Demokratie. Und selbst noch dieses, was Sie einfügen, Camilla Warnke, da dieses Zitat von Christa Wolf bei Nachdenken über Christa T., wo sie dann selber sagt, sie merkt, dass sie sozusagen nicht das Gleiche denkt wie die Funktionäre sonst, sondern dass es darum geht, eine Differenz zu markieren. Das ist also doch sehr berührend und finde ich auch für die Geschichte des Kommunismus ganz wichtig. Insofern ist die Schwerpunktsetzung von Michael Franz, dass es hier um die Akteure und die Institutionen und nicht um jetzt Strukturen geht, ist schon wichtig, weil meistens geht es um Strukturen und die Aufarbeitung, warum es zu diesen Blockaden, Fehlentwicklungen kam, hängt an an Institutionen und Akteuren hauptsächlich. Und jetzt noch meine Frage, das geht natürlich schwerpunktmäßig über die 50er Jahre, aber es ist ja doch am Schluss noch kurz erwähnt, auch die Entwicklung 81 mit Ruben. Und hier ist doch auffallend, dass dann bei dem Verfahren, meinetwegen Werner Röhr wird da genannt, dann wird zitiert, der Institutsleiter, ich glaube Buhr war das, dass das Arbeitsgesetz nicht für die Betroffenen nicht gilt, die Unterschrift zum Ausschluss von Ruben nicht leisten. Und das ist ja doch ein ganz, eigentlich hat mich das am meisten schockiert, weil das zeigt ja im Grunde eine absteigende Linie, von einer auch bei aller Ulbricht-Schelte, ich würde das vielleicht ein bisschen anders bewerten, ich glaube, die Ulbricht-Zeit war doch anders als später, also noch eine lebendige ideologische Diskussion und die Parteiführung und Leute mussten sie ideologisch rechtfertigen, das hatte ja Franz und anderen die Chance gegeben, immer noch auch deshalb mit dem Statut zu argumentieren. Aber wenn sozusagen dann später in den 80er Jahren das Argument mit dem Arbeitsgesetzbuch kommt, von einem Kommunisten, das ist ja doch, finde ich, sehr nachdenklich und ich wollte, da wüsstet ihr wahrscheinlich viel mehr Bescheid, ist es doch so, dass es im Grunde in den 80er Jahren, ich höre hier von Wandzeitungen und so weiter, das sind ja ganz entwickelte Formen gewesen dann in den 50er Jahren, ist das ideologische Leben dann innerparteilich? Es gibt ja eine neue Studie über die Partei, Untersuchung der Partei in den 80er Jahren mit dem Titel Genosse ist, wo die Partei ist. Und da kommt ja außer diesen Montagssitzungen wird ja relativ wenig an lebendiger Diskussion berichtet. Ja? Und im Gegenteil, 88 war ja die ZK-Direktive, die da die meisten Parteimitglieder ja irritiert hat, wo nochmal an die Moral des Kommunisten und so weiter appelliert wurde, auf eine sehr autoritäre Art. Also kurz und gut, das könntet ihr vielleicht, ist meine Wahrnehmung richtig, dass da im Grunde eine absteigende Linie dann doch stattzufinden in den 80er Jahren? Ja, willst du dazu? Also ich habe es nicht verstanden. Ja, ich mache mal. Ja, ja, und nein, dass es wahnsinnig differenziert. Ich kenne das ja nicht, das Zentralinstitut für Philosophie an der Akademie der Wissenschaften, aber das muss ja die Hölle gewesen sein. Und man hat den Eindruck, als sei das aus der Zeit gefallen. In den 80er Jahren. Wenn ich denke an meine Universitätsheimstadt, also die Sektion Ästhetik und Kunstwissenschaften, da wurde ganz lebhaft diskutiert unter den Studenten. Ich muss allerdings räumen, nicht in den Parteiversammlungen. Da hat man sich wirklich bedeckt gehalten und das war immer die Angst, da sitzt jemand drin und so, das wird weitergetragen. Ja. Also es war ja völlig verrückt, diese Sektion Ästhetik und Kunstwissenschaften sollte transdisziplinär arbeiten.
Da waren Theaterwissenschaft, Musikwissenschaft, Kunstwissenschaft und die philosophische Ästhetik zusammengetan. Und auch das ganze Lehrprogramm, das war alles sehr, sehr interessant. Aber wirkliche transdisziplinäre Organisationsformen oder Arbeitsformen fanden da nicht statt. Und ich hatte das war mehr privat euer Kränzchen eigentlich. Naja, ne? das war ja an der Uni, das war ja nicht, nicht privat. Das, und ich hatte ein zusammen mit dem Linguisten Ewald Lang, mit Wolfgang Thierse, mit Wolfgang Schindler, Christian Kaden, dem Musikwissenschaftler, hatten wir die Initiative ergriffen und haben einen transdisziplinären Semiotikkreis gebildet. Beiseite bemerkt, was ich in den Thesen als Kritik der Propaganda und der Sprache der Partei anging, das habe ich in der Semiotik weitergeführt über Jahrzehnte. Ja. Und ausgerechnet, und wir waren das einzige transdisziplinäre Arbeitsgruppe, hatten aber keinen offiziellen Charakter. Mhm. Ja? Und darum haben wir uns Kränzchen genannt. Ja? Das hat einen Doppelsinn gehabt. Einmal, warum hebt ihr hier unser Kränzchen, unsere Bemühungen, unsere innovativen Vorstoß, warum hebt ihr den nicht auf eine sektionsoffizielle Ebene, wo dann auch andere kommen. Und zum anderen natürlich auch, dass wir diese Form der Geselligkeit im 18. Jahrhundert alle sehr gemocht haben und wiederbeleben wollten. Peter, willst du vielleicht mal einen Satz zu seiner Frage sagen? Du warst ja im Zentralinstitut, wie es da parteilich in den 80er Jahren zuging. Ich habe mich jetzt nicht gemeldet, aber da du mich fragst, ja doch, ich war seit 1972 angestellt als Mitarbeiter in dem Zentralinstitut Philosophie und ich war damals schon von Peter Ruben und Kamila Warnke sehr angetan. Es ergab sich dann auch die Möglichkeit, dass ich in den Bereich, in den Warnke-Ruben-Bereich hinübergewechselt bin. Ich kann nur sagen, die Jahre, die ich dort hatte, an Erfahrungssammlung und so weiter, wenn ich die Jahre nicht gehabt hätte, dann wäre ich nicht ich, sage ich ganz einfach so. Also es war für mich einfach eine Erfahrung, eine Bildung und eine menschliche Beziehung zwischen den Mitarbeitern, zwischen dem ja ein bisschen verschwungenen Kreis um Camilla und Peter, die mir sehr, sehr viel gegeben hat. Ansonsten möchte ich noch anschließend an, was der Kollege hier gesagt hat über den Wolfgang Eichhorn, mit einer Ergänzung in den Worten Manfred Buhrs nach den Ruben-Affären. Der hat da gesagt, wer dieses Haus, wer dieses Institut betritt, der lasse alle Hoffnung fahren. Ja, Entschuldigung, ich habe Sie nicht. Die im Dunkeln sieht man nicht. Also erstmal will ich sagen, herzlichen Dank an Camilla, dass sie das Buch zustande gebracht hat. Mit 90 noch so produktiv zu sein, ist ja auch was. Aber dann wollte ich vor allen Dingen antworten auf die Frage, die gestellt worden ist, ob das eine absteigende Linie ist. Und ich denke, so kann man das nicht sagen, weil es gab natürlich noch viel intensivere Wandzeitungen in den 70er Jahren. Und wenn man sich mal anguckt, wie an den Universitäten, das war nach jedem Plenum, wo wieder Öffnung war, Tauwetter, dann wieder alles runter und wieder alles geschlossen. Und entsprechend waren auch die Bewegung und die Gruppenbildung. Und es gab natürlich nicht nur eine Gruppe und ein Kränzchen, sondern es gab auch viele. Und das nicht nur in einer Disziplin, sondern es gab auch andere, bei den Psychologen, bei den Philosophen, bei verschiedenen anderen Disziplinen. Und auch unter Naturwissenschaftlern natürlich. Und insofern kann man die Frage nicht so einfach mit absteigend beantworten. Und es gab auch ganze Parteiorganisationen in den 80er Jahren, nachdem Gorbatschow angefangen hatte, die Beschlüsse gefasst haben und wo die Bezirksleitung gedroht haben, die gesamte Parteileitung großer Betriebe auszuschließen. Also insofern gab es das auch immer wieder durch die ganze Zeit. Ja, vielen Dank.
Gundolf Herzberg hat mich, Gundolf Herzberg hat mich jetzt streng aufmerksam gemacht. Ich sollte doch mal auf die Uhr schauen. Ich denke, wir haben auch jetzt doch sehr viel erfahren können über dieses Buch und ich kann es nur jedem empfehlen. Es sind dort von noch Bücher käuflich zu erwerben. Dieses zu tun und es intensiv zu lesen. Ich möchte mich ganz herzlich bei Peter Ruben und Camilla Warnke bedanken, dass sie dieses Buch geschaffen haben. Ich möchte mich bei Michael Franz bedanken, der natürlich auch einen wertvollen Beitrag geleistet hat, dass er hier im Podium gesessen hat und uns so lebendig auch Einblick gegeben hat in seine eigene Entwicklung und bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Gerald Driesener, dem Verleger, dass er den Mut hatte, dieses Buch herauszubringen und ich wünsche ihm damit Erfolg. Wir werden es alle weitersagen und unseren vielleicht auch Teil tun, dass es verkauft wird, indem wir es kaufen. Ich bedanke mich beim Neuen Deutschland, bei der Technik und möchte darauf hinweisen, dass ich dort ein paar Programme ausgelegt habe, die Filmreihen dort präsentieren, die ich im Kino Toni mit dem Neuen Deutschland zusammen, ND Filmclub und Berlin im Film mache. Wer noch nicht im Kino Toni war, möge doch da mal vorbeischauen. Das sind immer Filme und Gespräche und das lohnt sich wirklich, ist sehr gut besucht und sehr beliebt. Also allen hier herzlichen Dank, auch dass Peter Langer gekommen ist. Vielen, vielen Dank. Applaus für Peter Langer. Ich wünsche uns allen Gesundheit, Camilla und Peter, dass wir euch noch möglichst lange haben und ihr gemeinsam zusammenhaltet weiterhin und ihr arbeitet ja immer noch. Ich habe heute den Uli Hethke vermisst, schade, dass er nicht gekommen ist, aber ich weiß, dass du auch daran arbeitest, die Werke von Peter Ruben im Internet zu präsentieren. Michael, es war ganz toll, dass du deinen Geburtstag heute sozusagen hintangestellt hast, aber wir gehen ja anschließend noch ein bisschen nachfeiern. Also allen einen guten Nachhauseweg und vielen Dank.